Freunde, herzlich willkommen zu Portal 2, nicht wie gewohnt Koop. Guten Morgen, Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Also, Porte 2, nicht wie gewohnt Koop. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich weiß, ich muss wahrscheinlich dazu dem Gemälde. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ja. Ich werde jetzt hier die Singleplayer-Kampagne mal spielen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe dieses Spiel. Ja. Ich habe dieses Spiel vor, 10 Jahren so auf der Xbox 360 den Singleplayer gespielt. Seitdem nicht mehr angerührt. Ist okay. Und deswegen möchte ich das einfach mal mit euch spielen zusammen und ich hoffe, es gefällt euch und dann gucken wir mal, was daraus wird. Aber jetzt lasse ich den Typen erstmal labern. Ja. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Wow, ich bewundere die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Genau. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Bin ich. Und schlafen. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen verlassen müssen. Ja. Ja. Ah, du wow. Siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Das ist echt eklig. Nicht nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Ich gehe in den Schrank. Geht nicht. Nicht ins Bad. Nein, geht auch nicht. Ah! Alles klar mit dir? Ich gehe doch in den Schrank. Hörst du mich? Hallo? Kann ich mich ducken? Nein, geht nicht. Hallo. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es fertig. Nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ja. Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja. Dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist... Sag mal Apfel. Apfel. Nein, dann springe ich wieder. Aber ich muss es tun. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze vor. Bitte was? Kernschmelze? Oh Gott. Hier fällt gleich die Wand raus. Das sehe ich doch jetzt schon. Okay, da fällt sie jetzt schon raus. Wie sieht's denn hier aus? Hältst du die Stellung? Gott! Tschüss, ich gehe in den Schrank. Darum blickt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Wow. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Ich glaube, das ist der Synchronsprecher von Jack Black. Warum soll ich mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Au! Ah, ein kleiner Zusammenstoß.
Könnte ich bitte abgesetzt werden? Du musst uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Klaro? Nichts von wegen Tod und so. Ist okay, machen wir so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Na, das klappt ja super. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Wow. Das scheint funktioniert zu haben. Okay, hier kann ich rein. Huch. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Okay, hallo. Unter Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Was steht Dank da? Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. Ich nehme das Radio mit. Nee, warte, ich mach das Radio ins Klo. Strukturelle Zusammenbrüche weiterforschen. Geht nicht. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ach, schön. Freunde. Portal 2. Ich nutze jetzt mal die Gunst der Stunde, wo keiner spricht, um mit euch zu sprechen. Portal 2, wie gesagt, vor 10 Jahren oder so auf der Xbox 360 mal gespielt. Hier Koop gespielt am Rechner, zusammen mit dem Chor. Die Folgen habt ihr ja möglicherweise gesehen. Und auch mal möglicherweise hier den Singleplayer angerührt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wenn, ist das schon ganz schön lange her. Ansonsten... Portal 2, ich hab... Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Okay. Portal 1 beispielsweise habe ich auch, habe ich aber tatsächlich noch nie gespielt. Wäre sicherlich eine Option gewesen, erstmal mit Portal 1 anzufangen, bevor man Portal 2 spielt. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Vielleicht mache ich das Sie auch noch. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Nett. Wie gesagt, möglicherweise mache ich das auch noch mit Portal 1. Vielleicht sogar bevor ihr diese Folge hier seht. Ich bin mir noch nicht ganz so schlüssig. Vielleicht mache ich auch Portal 1 nach Portal 2. Ist zwar ein bisschen komisch, aber who cares. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter und wir schauen dann, worauf ich Lust habe oder halt eben auch nicht. Und dann gucken wir einfach mal. Portal. Okay. Drücken wir mal den Knopf. Da, ich verstehe. Sehr schön. Den Cube brauche ich. Und dann öffnet sich da wahrscheinlich. Ja, ein Portal. Und dann muss ich das draufsetzen. Damit ich jetzt hier hinten rausgehen kann. Achso, nee. Damit ich hier jetzt ein Portal hinschiebe. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Nett. Wie gesagt, dadurch, dass ich Portal 1 nicht gespielt habe, weiß ich gar nicht, was ist am Ende von Portal 1 passiert. Ich weiß, dass es irgendwas mit GLaDOS. Ich werde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Jo, nee, ist klar. Das sah gerade aus wie der Deutsche Bundestag. Finde ich.
wird nur von Captain Roboter attackiert. Ich habe keine Ahnung, was in der Zwischenzeit passiert ist, zwischen Portal 1 und Portal 2, ob das irgendwas überhaupt miteinander zu tun hat. Ich weiß, dass es um GLaDOS geht, das ist, glaube ich, der Hauptgegner-Roboter oder so. Den Namen konnte ich mir gut merken, da haben nämlich der Core und ich erst letztens drüber gesprochen. Ja. Na bitte, geschafft! Oh, hi. Auf Gucken wir einfach mal. Müsste eine Portalkanone liegen. Natürlich, man kennt ihn. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Ah. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Da müssen wir hin. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leitung. Hallo? Werde ich sie begraben. Einverstanden? Also, ist okay. Wenn ich nicht tot bin, sehen wir uns in einer Stunde. Ja, Roboterfreund. Wie auch immer du heißt. Hat der einen Namen? Ich weiß es nicht. So, ja, hier muss ich sicherlich runter. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Ach so. Hier ist wieder so ein festes Gut. Ding. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ich weiß nicht, ob hier jemals noch jemand arbeiten wird, aber ist nur meine Meinung. Keine Ahnung. So, weiter geht's. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Okay, verstehe. Oh. Das war jetzt Zufall, dass ich es in dem Moment dahin geschossen habe. Hat wunderbar funktioniert. So, oben Portal. So, kann ich mir schon mal das erste QB-Line holen. Hier in dem Portal. Gehen wir doch einfach mal hier durch. Schießen das dahin. Nehmen das. Hallo. Hallo. Nehmen das Ding. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Oh. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Na, cool. Kann man hier hin? Nee. Aber hier. Da will ich da hin, aber was gibt's denn hier oben? Wenn es hier was gibt. Hallo. Scheinbar nix, Kann ich das damit kaputt machen? Puh! Nein, geht nicht. Okay, scheinbar gibt es hier aber nichts Besonderes. Na, egal. So. Weiter geht's zur nächsten Testkammer. Ja, hier am Anfang jetzt halt eben wirklich noch alles easy peasy sozusagen, weil, naja, wir sind halt eben anderes. Durch die Community-Testkammern, die der Core und ich gespielt haben, gewohnt. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Testkammer 5 von 19. Okay. Warte mal. Okay. Da ist was dran, was passiert da? Das geht wieder runter. Was passiert hier? Da kommt ein Cube hier hinten. Ja, bitte. Den setze ich hier drauf, damit das oben bleibt.
Damit geht das auf, aber es geht direkt wieder zu. Also brauche ich einen zweiten QB. Was passiert hier? Ah, ich bekomme bestimmt... Ah, da oben einen Cube raus. Das bedeutet, zack. Und wenn ich hier drauf klicke, kommt er da runtergefallen. Und ich muss aber das auch gleichzeitig aktivieren, dass der dagegen fällt und nicht ins Wasser fällt. Ja. Dies war jetzt nicht ganz so schwer. Und wir können weiter zur nächsten Testkammer. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Was für ein Quatsch, die da eingesprochen haben. Schon ein bisschen witzig. So. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Okay. 6 von 19. Ja, alles klar, ne? Zack. Ja, da haben wir das eine Ding. Hier müssen wir uns wahrscheinlich ja runterwerfen. Aber ich muss ja auch hier dran. Man muss erstmal nach da oben, weil. Dann muss ich mir den Cube hier rübergeben und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Zack! Gut, den brauche ich hier drüben. Also das gleiche Spiel nochmal von vorne, aber mit Cube. Zack! Keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben. Oh. Willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Oh, mit mir. Tatsächlich. So, dann kommen wir hier drüben an den Cube wahrscheinlich dran. Brauchen wir überhaupt so viel Anschwung? Wofür ist diese Etage gut? Ich brauche das Ding auf jeden Fall schon mal. Was kann ich jetzt hiermit machen? Moment. Ich will doch bestimmt hier drüben irgendwo hin drauf. Also lege ich das jetzt dahin und springe da wieder rein? Vielleicht? Whee. Ja, fast, ne? Na doch, hier kann ich rumgehen. Ah, und dann kann ich jetzt wieder durch. Treffe ich? Jawohl. Ja, okay. Und alle ab, treffe ich? Jawohl. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ey, die Sprüche manchmal sind schon geil. Und sehr, sehr witzig. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Das ist auf dem Kopf und Spiegelschrift, aber das ist Calm. Was steht da? Ach so, please. Was? Please? Remain calm. Okay, okay. Please remain calm. Okay, alles klar. Mein Gott, so schwer war das jetzt nicht. Hi! Hallo! Super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Ja. Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Genau. So. Gut gemacht. Hui. Geh durch. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen.
Und es ist nichts Angenehmes. Was denn? Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch. Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf. Huch. Lass ich dich jetzt liegen, ne? Neues Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Bist du super? Ja, ich nehme mich mit. Komm. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ach da. Wir hatten der vorher gewusst, dass da einer ist. Ich nicht, wenn du dabei zuguckst. Okay, tschüss. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Ich hab doch schon weggeguckt. Hi. Ja, ich bin ja schon weg. Okay, dreh dich wieder um. Ja. Geheimtür. Ja, damit. Ich komm mit. Als du nicht hingeguckt hast. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Kannst du da nicht wieder dran an die Schiene? Hallo. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke. Hallo. Weiter, weiter. Ja, bitte. Hallo. Die sind so witzig, die Teile. Okay. Zwischensequenz. Oder was? Okay, nee, es gibt einfach nur diese Ladezeit. Ich soll dir eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Meint er jetzt GLaDOS vielleicht? Ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, sie ist ach, aus. Kein Grund zur Panik. Das ist ihre Kammer. Okay. Ist es das Gerät da? Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Nee. Ein Mensch. Echt? Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Nee, alles gut. Ach, hier hinten muss ich weiter. Okay, die Treppe runter. Oh. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ach, Quatsch! Okay, weißt du was? Spring einfach. Ja, mach ich auch. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz ja. Hervorragend. Voll aufs Geländer drauf, ey. Ho. So. Gibt's hier noch was? Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, oben? Wieder runtergesehen. Ist halt ein bisschen tiefer, nicht? Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Okay. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Fluchtkapsel, meinst du? Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Ja, du... Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Ja, du nervst so ein bisschen dafür. Ja, genau. Perfekt. Fluchtkapsel. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott. Steht überall das Gleiche drauf. Oh, sieh mal, es dreht sich seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay. Ganz ruhig, alles Paletti. Ich habe wir machen gerade alle Schalter an. Nein. Das geht jetzt noch schneller. Oh oh. Power-up eingeleitet. Okay, ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Wie denn? Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Ich kann hier nicht raus. Nein, gut.
Toll! Oh oh. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-Up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Oh. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Ich hab nichts getan. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Oh. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Hier geht's ein bisschen tief runter. Mal sehen, was passieren wird. Okay. Scheinbar haben wir sie im ersten Teil mehr oder weniger umgebracht, getötet. Also außer Gefecht gesetzt, besser gesagt, wahrscheinlich, weil sie lebt ja jetzt wieder. Oder wurde wieder aktiviert. Alter! Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Aha. Okay. Da ist sie. Warte. Ja, ja, geh weg. Ich will das haben. Gib mir das. Ja. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Ja, hier. Es Zack. Gibt hier bestimmt einen Zack. Weg zurück zum Testbereich. Ja, nach ja. Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ja, ja. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Welche? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Verstehe. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. 60? Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Also, jetzt wäre ich gerade ein bisschen dumm. Ich dachte, hier wären Scheiben drin und da könnte ich nicht durchschießen, aber das ging. Ich habe so das Gefühl, dass die so ein bisschen stinkig ist auf uns, aber ich könnte mich da auch täuschen. Wer weiß das schon. Ich räume das für dich weg. 19 von 19. 19 von 19, soweit? Ah ja gut, wir haben wahrscheinlich was übersprungen. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Ja, ja. Und danach, wer weiß. Ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Also ich habe gehört, schlafen soll ganz schön sein. Oder so. Oh Gott. So. Teil 2, der Kaltstart. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Ja, okay. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, weil wir jetzt Teil 1 abgeschlossen haben, das, was jetzt kommt, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es wieder heißt, Portal 2 Singleplayer-Kampagne. Ich bin der Partypnyx. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und schaltet, wenn es euch gefallen hat, das nächste Mal wieder ein. Lasst Like da. Teilt das Video. Oder schreibt einen Kommentar. Abonniert unseren Kanal.
Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder Portal 2 spielen. Und bis dahin, ciao.